Merkels Wahnwelt bricht jetzt zusammen. In Portugal ist eine linksradikale Regierung jetzt an der Macht. Nach Griechenland, also auch Portugal, jetzt linksradikal. Es ist nicht völlig auszuschließen, dass Merkel auch hier wie bei der Atomkraft ein Erweckungserlebnis hatte und sie jetzt wirklich links ist. Sie ist ja die Kanzlerin der Antifaschisten und also der ganz Linken und der Grünen längst geworden. Das merkt man auch, dass sie von denen nun ständig unterstützt wird. Da sieht man, wessen Politik die macht. Das ist also nicht völlig auszuschließen, dass sie das alles will. Auch jedenfalls Portugal hat sie in die Arme der Linken getrieben. Wenn es Merkel will, so ist es jedenfalls doch nicht der Wille der CDU. Insofern ist also entweder Merkels Politik völlig gescheitert oder die der CDU. Und Herr Schäuble sagte also gestern, dass wir eine Lawine haben. Der Flüchtlingszustrom ist eine Lawine und wir wüssten noch nicht, wo wir uns befinden, oben am Abhang oder unten. Jedenfalls, wenn eine Lawinengefahr droht, dann kann ein kleiner, unvorsichtiger Schritt diese Lawine auslösen. Das war offensichtlich natürlich gemünzt auf Merkels unvorsichtige Äußerung, dass die in Ungarn festsitzenden Flüchtlinge alle ohne jede Registrierung nach Deutschland kommen könnten. Und das alles hat sie dann noch systematisch verstärkt durch ihre Selfies. Diese Nachricht damals, dass alle in Ungarn festsitzenden Syrer nach Deutschland kommen könnten, wurde von Pro-Asyl in den Lagern, in den syrischen Flüchtlingslagern verbreitet und führte dann eben auch von daher zu diesem Massenansturm. Und das heißt, daran ist Merkel direkt schuld. Sie muss wissen, wie heute das funktioniert, dass über Internet solche Nachrichten sofort verbreitet werden und dass die dann noch von Schleusern und entsprechenden interessierten Muslimen meist verstärkt werden. Insofern ist es schon so, dass Schäuble sich da in Position bringt. Er sagt außerdem, wenn Europa nicht gemeinsam handelt, wird das für uns alle schlecht enden. Nun wird Europa nicht gemeinsam handeln, jedenfalls wird das sehr lange dauern. Und damit ist also schon festgestellt, richtig festgestellt, dass das für uns schlecht enden wird. Die Katastrophe ist längst da und Herr Schäuble ist ja doch irgendwo wahrheitsliebend. Nun ist er ein eingefleischter Europäer, das ist in dem Punkt vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil er versuchen wird, Europa zu einer gemeinsamen Asylpolitik zu bringen. Und diese gemeinsame Asylpolitik wird natürlich völlig anders aussehen als die deutsche. Das werden die anderen Länder überhaupt nicht mit sich machen lassen, dass sie in dieser unkontrollierten Weise überrannt werden. Und wenn Deutschland da nun auch wieder sich eine Sonderposition erstreiten will, es ist damit ja zu rechnen, dass die Grünen nun wieder Deutschland besonders schlecht stellen wollen. Also wir müssen alle aufnehmen wegen unserer Vergangenheit. Und aber dann verlieren sie also hier in Deutschland so viel Stimmen, beziehungsweise dann bekommt die AfD ausreichend Stimmen, um also Rot-Rot-Grün wirklich dauerhaft verhindern zu können. Es ist so, dass der Spiegel in der Wirkung verbrecherisch weiter agitiert zugunsten seiner Gutmenschenwahnvorstellungen. Das war einmal ein wirklich süßes Flüchtlingsmädchen, was so einen Mann über dem Arm, über der Schulter hatte und die war also so im Schlummer. Natürlich, jeder möchte so ein kleines Mädchen nicht zurückschicken. Und damit wird also an Gefühle
appelliert nicht an niedrige, sondern an die idealistischen Gefühle. Das haben aber die Nazis auch gemacht, an idealistische Gefühle, auch der Opferbereitschaft und so weiter appelliert. Und das ist nicht nur eine faschistoide Politik, sondern es ist, weil man eben die Folgen bedenken muss, eine verbrecherische Politik, die vom Spiegel betrieben wird, nicht nach dem Gesetz, aber nach der Wirkung. Und diese Wirkung ist natürlich fatal, weil sie millionenfach verstärkt wird, im Gegensatz zu meinen kleinen harmlosen Videos, die eben viel zu wenig Leute sehen. Deswegen bitte ich noch einmal, verbreiten Sie Texte, ist meistens einfacher als Videos. Texte, die Ihnen zusagen, beispielsweise die Analyse von Ruprecht Scholz über die Verfassungsmäßigkeit dieser ganzen Angelegenheit, dass also selbst dieses angeblich unantastbare politische Asyl, was wir im Grunde ja noch überhaupt nicht haben, die kommen ja alle aus sicheren Drittländern. Die Verfassung ist im Grunde im Augenblick noch überhaupt nicht gefragt. Das ist alles eine Willkürveranstaltung, muss man den Leuten immer wieder sagen. Das sind alles Merkel-Flüchtlinge. Kein einziger ist von der Verfassung erzogen. Aber selbst wenn dann, es kommt weltweit genügend zusammen, wo die Verfassung also auch sagen würde, nehmen wir doch mal an, die Russen würden kommen. Also in Putins Land wird man schon leicht politisch verfolgt. Da könnten also auch 30, 40 Millionen kommen, die dann wirklich politisch verfolgt sind. In China ja auch. Nicht? Aus China können 100 Millionen kommen, die glaubhaft versichern können, dass sie politisch verfolgt werden. Können wir alle nicht zurückweisen. Also IGT pur. Nein, auch da muss man zwischen den Verfassungsgütern abwägen, und die Selbstvernichtung eines Staates sieht auch unsere Verfassung nicht vor. Das wird also gerne herumtrompetet von unseren Gutmenschen, meistens Muslime. Zum Beispiel also Herr Kasim im Spiegel, der nun also wirklich Argumente brauchte, die an IGT schwer zu überbieten waren, höchstens noch von Herrn Sascha Lobo. Und der sagte nun also, was wollen die, diese Gegner der unserer Flüchtlingspolitik, die entlarven sich ja, die sagen einerseits, also die nehmen uns die Jobs weg, und andererseits sagen sie, die lungern rum und tun nichts. Und da sind dann schon Kommentare, die sagen, erstens ist das kein Widerspruch, denn Teil von denen, 90% lungert rum und tut nichts, kassiert nur Hartz IV, und die wenigen, die etwas tun, die nehmen natürlich unseren wenig bezahlten Leuten die Jobs weg, weil sie noch billiger sind. Also das ist gar kein Widerspruch, ist aber die Intelligenz eines Spiegelautors reicht nicht aus. Ja? Das ist nicht vorstellbar eigentlich. Das heißt, hier wird systematisch soll das Volk betäuscht und betrogen werden vom Spiegel. Und das ist eben die Krux in unserer Demokratie. Wir haben eben längst eine Mediendemokratie, und die ist überhaupt nicht demokratisch legitimiert. Noch schlimmer sind allerdings dann unsere Fernsehanstalten, die nun wirklich politisch indoktriniert sind. Das ist ja nun noch schlimmer. Wie man die Sache löst, ist ein weiteres Thema. Aber nochmal zurück zu den Lügen der Spiegel. Es wird ununterbrochen gelogen. Diesen Artikel des unsäglichen Herr Kasim liest natürlich alle Welt, während die Kommentare, denn 100 Kommentare, wer liest die schon, das geht also unter, und das Wählerentscheiden wird natürlich durch diese brutale, man muss es sagen, Verhetzung der Bevölkerung entscheidend geprägt, wo dann alle, die also vernünftige Bedenken haben gegen diese Flüchtlingspolitik, als Menschenfeinde, in Wahrheit Menschenfeinde und Verachtung und Fremden, Hasser und so weiter verhetzt werden, und mit entsprechenden ja auch Auswirkungen, dass also Attentate gemacht werden auf rechte Politiker, auf AfD-Leute. Es hier liegt Volksverhetzung im gigantischen Umfang vor, aber unsere Staatsanwaltschaft, gutmenschlich indoktriniert, tut natürlich überhaupt nichts. Wenn man die Dimension
bedenkt, ja, dass hier Millionen Leute erreicht werden, ist es also reichlich lächerlich, einzelne Leute, die bei Facebook ein paar Sachen sagen, zu verurteilen. Das ist also die Idiotie, die unserer Demokratie innewohnt, dass die Verhältnismäßigkeit überhaupt nicht bedacht wird. Merkel richtet mit einem Wimpernschlag mehr Schaden an als ein Kapitalverbrecher, der irgendwo 100.000 Euro beiseite schafft oder ein paar Millionen. Nicht ein falsches Selfie von, das hat uns Milliarden gekostet. Nicht Merkels Auftritt hat uns 1.000 Milliarden gekostet. Nicht, und zwar durch ihre Verfassungsbrüche und die Rechtsbrüche und alles, was sie gemacht hat. Wie kann man denn da jemanden bestrafen, der mit seiner Meinung vielleicht 10 Leute erreicht? Das ist doch nicht mehr angemessen. Wir haben die Demokratie nicht weiterentwickelt. Ja, die Welt hat sich weiterentwickelt und unsere Demokratie ist noch stehen geblieben auf dem Maßstab des 19. Jahrhunderts. Das kann nicht funktionieren. Wenn wir diese Demokratie nicht weiterentwickeln, wird sie untergehen. Und da ist sie ja fleißig dabei im Augenblick. Es gab kürzlich im NTV eine Diskussion mit Herrn Gauland von der AfD und mit Herrn Baum von der FDP, dem ehemaligen Innenminister. Und Herr Baum sagte also, natürlich die Mauer war also nun ein Symbol der Unmenschlichkeit, das mag ja sein. Wenn ein Politiker dieses Symbol der Unmenschlichkeit, diese Gefängnismauer, die DDR vergleicht mit einer Grenzsicherung eines demokratischen Staates, dann macht das ja nicht aus Dummheit, sondern er will er betrügen, er will die Bevölkerung übertölpeln. Und das kennzeichnet nun leider die FDP, die nicht die Wahrheit sagen wollen. Und nun war Herr Baum also auch noch nicht mal ausreichend informiert. Er sagt nämlich, die USA hätten nur eine ganz kurze Grenze zu Mexiko, also der Zaun da könnte nicht als Vorbild dienen. Die Wahrheit ist aber, die Grenze zwischen der USA und Mexiko ist über 3000 Kilometer lang, also in etwa genauso lang wie die deutsche Grenze. Das ist natürlich ein Vorbild und das zeigt, dass es geht. Und Herr Gauland sagt auch ganz richtig, natürlich funktioniert eine solche Grenze nicht 100%, aber es wäre jetzt ja schon gedient, wenn sie 50% hilft, also die Hälfte abhält. Das würde ja schon reichen und es ist ganz selbstverständlich, genauso wird es mit der Außengrenze Europas gehen, die wird nicht 100%ig sein und deswegen brauchen wir nicht nur die Außengrenze, sondern zusätzlich natürlich auch die Grenzen innerhalb der EU bei allen Staaten, und womöglich dann noch mehr, also zum Beispiel der Sachsen dann noch mal umzäunt oder so. Kann durchaus sein, dass sich die Lage so in dieser Richtung zuspitzt. Hier zeigt sich also der systematische Betrug, der also flächendeckend verbreitet wird und die Bevölkerung ist weitgehend natürlich irregeführt, weil die meisten noch gar nicht so viel Zeit haben, sich um die Einzelheiten zu kümmern und sie nehmen dann zur Kenntnis, also zum Beispiel, wir sind vom Asylrecht her verpflichtet, die Leute alle aufzunehmen. Davon stimmt kein Wort. Aber die Bevölkerung glaubt das eben. Und es wird auch immer wieder in allen Talkshows so verkündet, als wäre das so. Das wird als Realität hingenommen. Wenn man oft genug lügt, dann nehmen die Leute das für Realität. Und es gibt nun eine weitere Entwicklung. Herr de Maizière will also die muslimischen Verbände auffordern und bezuschussen finanziell bei der Integration der neuen Muslime, wo er also dann auch sagt, viele werden bleiben, na herzlichen Glückwunsch. Und diese muslimischen Wohlfahrtsverbände, die bisher also überwiegend wohl in den Moscheen tätig sind, die sollen dann also auch christliche deutsche Menschen mit ihren Wohltaten beglücken. Man darf sich ausrechnen, was daraus wird. Es werden dann also noch arme Deutsche, die also nicht zurechtkommen, werden dann also mit muslimischen Wohltaten beglückt und aus Dankbarkeit werden sie dann also womöglich IS-Kämpfer. Das ist dann also der weitere Schritt.
Das Ganze ist nicht mehr zu diskutieren. Deswegen ist es auch so sinnlos. Man sagt ja immer, eine Diskussion wird verweigert, die wird nicht verweigert, aber es ist fast eine Diskussion fast überhaupt nicht mehr möglich. Also auch zwischen Gauland und Baum, wenn man das erlebt hat. Also dieses Vernagelte, wir müssen doch den Menschen helfen. Wir mit unserer Vergangenheit, wir können die da doch nicht jetzt in der schneeenden Kälte stehen lassen. Wir müssen allen helfen. Und wenn Menschen in Not sind, dann muss man denen helfen. Und die ganze Welt, Politiker, nicht, was soll man noch dazu sagen? Wir sind also auf dem Wege in eine Art Bürgerkrieg. Und mit welchen Methoden der heutzutage stattfindet, das werden wir sehen. Die Farbtöne lassen sich nicht elektronisch übertragen. Es ist nicht möglich bei dem heutigen Stand der Technologie, die Farbtöne im Einzelnen wirklich genau zu übertragen. Das liegt daran, dass diese Stoffe sind und nicht kontinuierlich das ganze Spektrum gleichmäßig absorbieren, sondern da gibt es ja einzelne Spektrallinien, und das darzustellen mit den photoelektrischen Zellen in dem Chip ist zurzeit also noch völlig unmöglich. Also es wird auch nicht mehr versucht. Da sind wir weit davon entfernt. Sie können elektronisch im Fernsehen und so weiter immer nur ein ungefähres Bild einer Malerei sehen, leider zurzeit. Das wäre ein erheblicher Aufwand, der getrieben werden müsste, ein solches Bild farbgetreu, wirklich farbgetreu zu übertragen. Übrigens ein Lieblingsbild der Malerin. Warum? Warum, weiß ich nicht.